Was geht ab YouTube? TechDix ist wieder back am Start mit einem neuen GTA 5 Video. Und zwar habe ich heute wieder mal ein RP-Glitch für euch oder ein RP-Mission, was weiß ich, wie ihr das nennen wollt. Aber mehr dazu kommt natürlich wieder nach dem Intro, kennt ihr von mir. Und ansonsten würde ich sagen, lasst auf jeden Fall eure Bewertung da, abonniert nicht vergessen für mehr solchen Content. Und ich versuche immer nur das Beste für euch zu machen. Und ansonsten schaut auf jeden Fall mal bei den anderen Videos noch vorbei und sagt mir, schreibt mir mal in die Kommentare, was ich so sonst noch hochladen soll, statt GTA nur. Und ja, dann kommt jetzt erstmal das Intro und danach das Video. Viel Spaß! Was ihr für den heutigen RP-Glitch, Methode oder sonst was, wie ihr das nennen wollt, machen müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst die Mission aus der Beschreibung hinzufügen zum Spiel. Das ist die PS4-Version und die PS3-Version. Xbox habe ich leider nicht, ich schaue mal nach, aber ihr könnt es mal ausprobieren. Auf jeden Fall, was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach, wie gesagt, die Mission hinzufügen und die Mission starten mit einem Kollegen. Und danach ballert ihr einfach auf diese Bullen hier, das ist ganz einfach. Ihr könnt auch die Waffen von euch selbst einstellen. Ich habe sie hier vergessen. Und wenn ihr die Bullen alle abgeschossen habt oder wenn ihr keine Munition mehr habt, dann sammelt ihr diese ganzen Koffer hier ein. Oder je nachdem, wenn ihr keine 25 RP mehr bekommt pro Kill, sammelt ihr diese ganzen Koffer ein. Und das wurde von einem spanischen YouTuber gemoddet, sag ich mal, weil man einfach 100 Koffer einsammeln kann. Und pro Koffer kriegt man 100 RP. Und das ist recht viel, wenn man das auf Dauer macht. Wie gesagt, man kann auch einfach die Bullen abschießen, dann kriegt man auch 15 RP pro Person oder 25, bin mir gerade gar nicht so sicher. Und ja, auf Dauer macht das dann viel aus auf jeden Fall. Und es kommt auch drauf an, also nach einer Zeit kriegt man halt keine RP mehr, das ist etwas schade. Aber wenn die Mission dann vorbei ist, dann spammt ihr einfach beide R2 und dann startet die Mission schon wieder neu und ihr könnt das Ganze nochmal machen. Das ist leider zurzeit die einzige Methode auf der Old Gen. Für die Next Gen kommen die nächsten Tage wieder Videos. Ich habe mal wieder richtig Bock, Videos zu machen. Ich war ja die letzten Tage ein bisschen inaktiv. Und wenn euch das gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ansonsten war es für dieses Video. Abonnieren natürlich nicht vergessen und die Bewertung da lassen auch nicht vergessen. Und dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.